Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute habe ich etwas, das habe ich betitelt als Geschenkidee von Mamas für Mamas. Ihr könnt das natürlich auch abwandeln und jedem anderen damit eine Freude machen. Aber gerade von Mama zu Mama finde ich das eine super schöne Idee. Und zwar geht es um Briefe schreiben. Und prinzipiell fände ich es erstmal schön, wenn ihr ganz viel Liebe da reinsteckt, wenn ihr das in Ruhe macht vor allen Dingen, weil Briefe schreiben, finde ich, hat auch viel mit Reflexion zu tun. Früher hatte ich unglaublich viele Brieffreundschaften. Mittlerweile habe ich sogar wieder angefangen, eine Freundin von mir ist ins Ausland arbeiten gegangen und wir haben gesagt, wir schreiben uns keine E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten, wir schreiben uns Briefe. Und das macht so viel Spaß und das hat mich auch zu diesem Video inspiriert, weil du dich wirklich mal hinsetzt, so eine halbe Stunde, ganz in Ruhe und auch mal so deinen Alltag, dein Leben reflektierst. Und ich erzähle ihr so viel mehr in diesen Briefen, als ich in normalen WhatsApp-Nachrichten erzählt hätte. Da hätte ich wahrscheinlich nur geschrieben, ja, alles gut, es gibt nichts Neues. Aber in diesen Briefen merkst du, wie viel eigentlich wirklich in deinem Leben passiert, wenn du dich mal in Ruhe hinsetzt und das Ganze einfach reflektierst. Und dieses Briefeschreiben möchte ich euch als eine Art Geschenkidee jetzt zu Weihnachten mitgeben. Bestellt euch schönes Papier. Ich habe super schönes bei Amazon bestellt, das kann ich euch gerne mal unten verlinken. Nehmt euch einen schönen Stift, vielleicht wirklich so einen richtigen Füller. Macht euch Musik an, eine Kerze an, nehmt euch ein schönes Getränk und setzt euch erstmal hin und seid dankbar. Seid dankbar für diese Situation, für diese Ruhe, die ihr euch gerade selbst geschaffen habt. Und dann schreibt ihr diesen Brief. Und ich fände es besonders schön, wenn ihr den an Mamas in eurem bekannten Familienkreis schreibt, weil wir Mamas brauchen das. Wir brauchen das zu hören von anderen, vielleicht sogar eben auch von anderen Mamas, was sie an uns schätzen, was unsere Stärken sind, wofür wir von anderen vielleicht bewundert werden. Und ihr könnt dann auch in diese Briefe Wünsche fürs neue Jahr schreiben. Ihr könnt einfach alles reinschreiben, was ihr an der anderen Person liebt, wofür ihr sie bewundert, was ihre Stärken sind. Weil das hören wir in unserem Alltag viel zu selten. Und deswegen fände ich das schön als Geschenkidee, das so weiterzugeben. Und da steckt einfach ganz viel Liebe drin, weil ihr habt euch ganz bewusst dahingesetzt, habt euch Zeit genommen, habt euch Gedanken darüber gemacht, was ihr demjenigen schreiben wollt. Und habt keine Angst davor, dass euch vielleicht nichts einfällt. Im Schreiben kommt das alles. Ihr habt dann die Person vor Augen und euch fällt ganz viel ein, was ihr dieser Person sagen wollt, Positives sagen wollt. Und ich kann euch sagen, wenn diese Person dann unter dem Weihnachtsbaum diesen Brief öffnet, das ist was super Emotionales und das hat einen viel größeren Wert als jetzt eine teure Uhr beispielsweise. Weil das stärkt euch hier drin und das ist etwas, an das ihr euch immer wieder erinnern werdet. Diesen Brief kann der Beschenkte dann auch immer wieder rausholen in schwierigen Zeiten. Wenn ihr es zum Beispiel einer Mama schenkt, wenn die mal wieder einen schweren Tag hat, holt ihr den Brief hervor und kann halt lesen, was sie gut kann, wofür sie von anderen Mamas oder auch von anderen Familien- und Freundesmitgliedern geschätzt wird. Ich glaube, das hat einen super großen Wert, sich halt mal von diesen Konsumgeschenken, diesen teuren Geschenken auf sowas zu besinnen. Und ich glaube, da würde sich auch jeder drüber freuen, weil es was super Persönliches, super Individuelles ist. Und halt auch mal was anderes. Wann habt ihr denn zum letzten Mal einen Brief bekommen? Und erst recht zu Weihnachten. Und dieser Brief, der wird den Empfänger, den Leser bestärken. Er wird ihn aufmuntern. Er wird ihn motivieren. Er wird ihn glücklich machen. Er wird demjenigen auch eine andere Sichtweise bescheren. Ganz oft sehen wir unsere eigenen Stärken ja nicht. Oder können ganz schlecht sagen, was wir alles gut können, auch was wir als Mama vielleicht gut machen, was wir jeden Tag leisten, das sehen wir selber nicht. Und das fällt uns manchmal dann auch schwer. Das hat auch was mit Selbstliebe zu tun. Ja? Wenn wir uns selbst nicht genug lieben, schätzen und ehren, dann fällt es uns auch schwer, sowas in uns selbst zu sehen. Und umso schöner ist es doch, wenn uns eine nahestehende Person sowas einfach mal schreibt und dann uns das nicht nur sagt, sondern halt so verewigt, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, uns das immer wieder vorzulesen. Und das ist meine heutige Geschenkidee. Briefe schreiben. So simpel, aber ich glaube, eine so schöne Idee. Und ich fände es halt super schön von Mama zu Mama. Ich glaube, da hat es nochmal einen riesengroßen Effekt. Sowohl für dich, der diesen Brief schreibt,
als auch für die Empfängerin. Ihr könnt aber natürlich an jeden anderen auch so einen tollen Brief schreiben. Vielleicht auch wirklich mal an jedes Familienmitglied dieses Jahr. Das finde ich super, super schön. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.